Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen, wir kommen hier zurück zu einer neuen Folge von dem Bus Simulator 2000. Und ich vergesse es jedes Mal. Paldebucht 5, wir sehen schon, wo ich starte. Das war scheiße. Das war richtig mies. Ah. Rückwärts. Concentration, wenn sie seit langem nicht mehr in so eine enge Haltebucht reingefahren. Sehr gut, passt bei mir. Bisschen Verspätung mit ein paar Lackschäden. Das müsste eigentlich perfekt, genau. Ich würde gerade sagen, alles perfekt sein, aber gut abgesenkt. Naja, muss ich glaube ich nur ein Meterchen ranfahren. Da war ich wieder wichtig, glaube ich mal. Oder waren es Nachrichten? Das waren Nachrichten. Nee, Akku gleich leer. Ach, ich kontrolliere dich gleich. Ja, wie sind wir denn uns ein Zetra? S200, S500. Weiß ich gerade nicht. Und diese Mission, diese Runde jetzt sind die Fahrten. Ich merke gerade, ich habe wieder keine Musik angemacht. Schon seit zwei Parts. Mal kurz Zeit, wo war denn hier? Gab es hier nicht mal ein Radio? Radio? Ah ja, etwas besser als nichts. Das ist jetzt die Mission, dass ich alle diese Strecken abfahre, wo ich noch die Level 5 brauche. Wir müssen uns was einfallen lassen, wie ich die dann vielleicht am besten verpacke noch irgendwie. So, immer groß hier, weil ich muss nämlich hier dann die Rüben rein. Also hier noch nicht, aber in den nächsten. So. Dann haben wir was gedrungen. Und dann geht es los. Wie gesagt, ich bin immer noch in der Vollproduktion. Ich mache dann bestimmt gleich nochmal Minecraft. Da brauche ich auch Musik, da kann ich nicht so einfach Musik irgendwie anmachen. Gibt es ja kein Radio. Muss aber auch dann irgendwann mal ans Essen denken. Und dann schneiden und dann hochladen. Also Landwirtschaft habe ich genug. Habe ich auch fürs Wochenende, muss ich aber nur noch alles hier, ich sage jetzt mal programmieren, wenn es rauskommt. Also programmieren, einfach einstellen. Hey, so, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, ich hab's gesehen. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war... Straße. Whoop. Also, was könnte man als nächstes spielen? Also hier wurde angegeben, gerade fast fertig, 75%. Ist bloß die Frage, auf was bezogen? Die Errungenschaft? Bin ich mal gespannt. Ach, habe ich eigentlich schon erzählt, mein neues Auto ist Gangschaltung. Bin immer gespannt, wie es ist. Wir, genau, die Brücke wieder. Brücke. Wir können uns gleich nochmal einen Erdbus kaufen. Den werden wir dann auf die Strecke setzen und gucken, dass wir noch einen Profi rankriegen. Der sich hier für die Strecke rentiert, glaube ich eher nicht. Ah, viel zu weit weg. Perfekt, Alter. Ich bin doch rausgefahren. Wie kann das perfekt sein? Hier. Augen auf. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Genau. Das war. Hier ist ein Foto meiner Katze. Nein, das will ich nie. Das will ich nicht. Ich brauche. Die
Landschaft wollen Sie die denn noch sehen? Tut mir leid. Und los geht's. Und hier wieder rein. Jetzt gehe ich in die Innenrunde, im Innenring. Dann noch fahre ich kurzzeitig durch die Stadt und dann fahre ich nach außen nochmal. Also ihr seht so ein bisschen auf der Map. Das ist jetzt aber auch kein Loop-Modus, das ist jetzt eine einfache Strecke. Das ist jetzt eine ganz einfache Fahrt. So. Wie lange stehe ich denn noch hier in der Ampel? Der hätte mir noch mal Zeit lassen können. Einmal besperren und los geht's. Kennt ihr es auch? Ihr müsst euch erstmal besperren, bis es irgendwie klappt. So, kurz ausholen. Perfekt. So kann man Busfahrer werden. Jetzt müssen wir auch hier rein. Bleib stehen, Getränk. Hab ich jetzt Fenster aufgemacht? Nee. Geisterfahrer. Ich habe einen Zeitplan. Du hast davon eine Ampel? Ah, ist eine Ampel. Alter. Das ist ja richtig nervig. Und dann staut sich das da vorne. So, weiter geht's. Wieder weit ausholen. So. Ach, da hat mir Lichthupe gegeben. Ich würde gerade sagen, hä? Lichthupe? So, und jetzt gucken. Jetzt wird's... Ja, oh. Sims hatte ich auch schon Aufgaben, muss ich auch noch gucken. Also Sims ist eigentlich auch ein Projekt, was relativ gut bei mir ankommt. Bin ich auch stolz, also Sims. Ja, Sims ist ein Spiel, macht mir das eigentlich Spaß? Das ist eine gute Frage, weil Sims ist für mich so warten, 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 bis was passiert, dem ich rede. Ich sag schon nicht. Nee, das war nur eine Bank. Jetzt war ich wichtig. Jetzt hat sie nie vibriert. Gute alte Position. Ich wäre sonst weiter. Ich war ja gerade ausgefahren. So, jetzt wollen wir noch mal kontrollieren. Oh. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Ich habe Ihnen meine. Hier. So. Habe ich Ihnen schon gezahlt. Na klar. Bleib mal chillig. Wir springen in diesem Spiel. Die Leertaste ist so unnütz in diesem Spiel. So. Alter, bin so wichtig auf immer. Ich muss sowieso hier noch so viel aufräumen. Und da, ich habe ja mein PlayStation mit eingeräumt, weil mein Bruder das mal sehen möchte, die PlayStation. Ein Kumpel möchte auch, also nicht die PlayStation, die ja schon mal mitgehabt. Aber das wird er, das habe ich jetzt erst neu gekauft. Also ich verstehe manche, aber jetzt mal wieder ein anderes Thema. Also erstmal wurde... Wer findet denn die PS virtuell richtig gut? Also meiner Meinung nach ist sie nicht so nice.
Also die ist nie so HD. Manchmal ist es richtig gut, aber die Spiele sind so, naja, geht. Es gibt schon gute Spiele auch, muss man sagen. Also Star Trek habe ich natürlich nicht. Ich habe Jurassic Park habe ich. Ich habe dieses Battle Tank oder irgendwie sowas. Das Panzerspiel, das ist auch gut. Und natürlich die zwei PlayStation Spiele, die von sich aus gehen. PS World und Playroom. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Da habe ich angerufen. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Deswegen werde ich den einfach übertönen, weil das sonst nervig ist. Mal gucken. Wenn jemand drauf spricht, muss ich natürlich das doch rausschneiden. Oh, mache ich mir Gedanken. Bitte hinterlassen Sie einen Nachricht nach dem Signalton. Ach, innen was du. Ja, seht ihr. Hat schon keiner Bock drauf zu sprechen. Ach, hier ist noch eine Haltestelle, die fehlt. Oh, nee, oder habe ich die übersprungen? Warum bin ich immer in Aufnahmen? Also, ich setze mich am Computer, fange an zu zocken. Anruf. Ich fange an, Aufnahmen zu machen. Anruf. Irgendwie ist es immer so bei mir. Das ist nervig. Ich habe mir schon teilweise, meine Eltern haben bei mir eine Kamera versteckt. Vielleicht nicht nur die Eltern, sondern die Person, die mir hier immer auf WhatsApp schreibt. Sie ist ein nettes Mädel, ziemlich süß und so. Oh. Kann man ja knapp die Tür noch offen, ist so zu. So, ab in die Rathausgasse. Ey, 5 Meter losgefahren. Man kann ja auch mal freundlich sein, das war ja. Ich habe sie ja damals auch als Kind, als Jugendlichen, ja Jugendlichen schon nicht mehr so richtig, immer auch das woanders rausgelassen. Das war nett, das war gut. Weil du mir gestern nicht mehr geschrieben hast. Ja, ich habe gestern nicht mehr geschrieben, weil ich schlicht gelaunt war. Also das ist ziemlich nett, wenn man für eine Person da sein möchte. Aber wenn man mit jemand zusammen sein möchte und der Person geht es auch scheiße und man schreibt mit der nicht und die Person deutet das schon die ganze Zeit an, dann jetzt kommt wieder in dieses. Das ist irgendwie der Bus-Simulator, ist immer so diese psychische, dieses reale Leben. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, da wird es immer bei mir irgendwie real oder so gestarkt gesprochen. Alles, was die Realität, was das jetzt angeht. Oder Liebesleben, irgendwie sowas. Oh, ich steig vielleicht. Ich bin sowieso mit dem großen Bus nicht lang gekommen. Ich wollte schon mit dem großen mir kaufen. Ja, der nächste Tag ist es kalt. Ich habe sogar schon Fenster offen. Oh, wenn das wieder Frühling wird, dieses Frühlingsduft. Habe ich Ihnen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Habe ich Ihnen schon jetzt klar? Ja, sind so viele drin, die kann ich mir nicht merken. So, die zwei noch zu. Dann kommen wir jetzt. Den letzten Halt, soweit ich weiß, in die Riesengasse. Da muss ich eben immer. Achso, hier ist einmal ein Schatz, das bringt mich nicht durch. Ah, ich habe schon vorhin bei der Streckenkonfiguration habe ich mir gedacht, hey, warum kann ich denn dann da nicht über rein? Das ist einmal Straße. Ich wollte dort gerne durchfahren, was eigentlich Straßen sind, eine Herausforderung sind für das Spiel. Also für das Spiel, für den Fahrer mehr. Jetzt 3 Minuten. Doch, das ist ja relativ gemütlich, 3 Minuten. Oh. Kopfsteinpflaster. Oh, es ist geil.
Hier ist die Kirche. Oh, es ist geil. Oh. Da war ein Unfall, nicht so geil. Ach, stimmt. Ich glaube, hier die ganzen innenstädtischen Sachen fehlen mir noch. Das war eng. Das war eng, Leute. So, letzte. Müssen wir eins weiterfahren, weil wir natürlich von hinten reinfahren wollen. Auf die linke Seite. Auf die rechte Seite und nicht auf die linke Seite halten wollen. Wie zählt man das überhaupt? Als Busfahrer so. In welche Richtung guckt man, wenn man so sagt, ja, okay, Ausstieg in der rechte Seite, okay, und gut und schön. Aber oder Straßenbau, was ist links und was ist rechts? Wenn man statt einwärts, wird immer statt einwärts geguckt, dann wäre es ja dort drüben links. Das sind so diese intelligenten Fragen, weil das bei diesem Spiel ankommt. So. Perfekt. Letzte Halt, Riesengasse. Bitte alle aussteigen. Was? Aha. 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 Das Spiel hat ein Problem zwischen Goliath und Riesengasse. Jetzt gucken wir mal, was das für einen Unterschied gibt. Jetzt von den Punkten her. Bin ich mal gespannt. Oh, jetzt kommt Mom. Och, jemand, die da liest Müll. Ey, ich werf dir das kleine Kopf. Ende. Da bin ich mal gespannt. Level 5. Das heißt fertig? Das heißt nur noch die eine Mission. Und was passiert dann? Da bin ich mal gespannt, weil wenn man so guckt. Ja, guck mal hier. Aha, mindestens 6 Erdbusse freischalten um die Kathedrale. Aber wie viele Haltestellen es gibt, wenn man so näher rangeht. Also die Bahn haben wir ja auch noch nie. Westfield benutzt. Ach, sonst scheint das wirklich das Spiel gewesen sein. Hier haben wir auch alle. Oakville, Siegwalden. Ja, das sieht wirklich danach aus, als ob das Spiel danach beendet ist. Dass man die Trans die Stadt übernommen hat. Leute, ey. Hier, ja gut, hier Sonntag und so ein bisschen Maryville. Aber gut. Ey, wir sind gut. Leute, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr Menzi. Ciao, ciao.